Mein Freund heißt Yuki Kato und ich nenne ihn Katodi. Hab dann aber später erst rausgefunden, ich wusste es nicht, dass das Mosquito Killer heißt. Ich dachte, ich hänge einfach ein I dran, weil das irgendwie im Deutschen ja niedlich klingt, aber im Japanischen hat das halt eine ganz andere Bedeutung dann in dem Fall. Grundsätzlich so Engelchen oder Engel oder Prinzessin? Warum? Ist relativ einfach, weil Schatz oder andere so typische Spitznamen, das ist einfach sehr furchtbar, das ist sehr routiniert. Klingt eigentlich auch ein bisschen so, als ob diejenige Person den Namen vom jeweils anderen vergessen hätte, deswegen finde ich das furchtbar. Perle. Also, klingt jetzt ein bisschen brollig, aber das ist halt entstanden, als wir uns kennengelernt haben, waren wir etwas angedüdelt und ich habe sie dann unter Perle einfach in meinem Handy eingespeichert und seitdem, ja, hat sie so festgesetzt. Ja, ich mag es einfach. Ich finde es einfach das andere. Es war alle nennen ihre Freundin Schatz und Maus und was weiß ich. Und Perle ist halt was anderes. Ich nenne meine Frau Schieder. Altübername durch die Familie. Ja, und ich nenne meinen Mann Dicker, weil, ne, ist ja ein bisschen dicklich. Also ich nenne meine Freundin meinen Schatz oder Süße. Und ja, woher das kommt, ist dann von meinen Eltern oder die Familie, ne, oder Freunde, die sagen das auch.